So, liebe Leute, mit diesem Ladebildschirm möchte ich euch bei der neuen Aufnahmesession begrüßen. Ja, zweiter Tag, an dem wir aufnehmen. Um genau zu sein, es ist der nächste Tag. Denn tatsächlich, ich möchte nicht wieder ein Jahr warten. Wir sind hier, nächster Tag, es ist jetzt, ja, Viertel vor vier circa. 20 vor vier, um genau zu sein. Und wir starten heute mit der quasi zweiten Aufnahmesession. Und wir starten da, wo wir letztes Mal logischerweise aufgehört haben. Wir müssen irgendwas hier aktivieren. Habe ich diesmal hoffentlich den richtigen Controller? Ich hoffe schon. Ja, es funktioniert auf jeden Fall besser. Der hat über Nacht aufgeladen. Wir haben nicht allzu viel Muni. Das ist immer noch ein großes Problem für uns. Ich weiß nicht wirklich, was wir da groß verwenden sollen. Wir können eigentlich nicht wirklich... Wir haben nicht viel Auswahl. So, wir schauen uns nochmal ganz kurz an. Wir haben letztens in der Bench noch geguckt. Wir müssen das hier aktivieren. Haben hier Stase. Wir müssen hier definitiv irgendwas ausführen. Keine Ahnung, was genau das hier macht. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir können das Ding hier aktivieren. Aber es sagt Getriebe überprüfen und das wiederum wäre das Under hier. Ich habe den Transport gefunden, Elia. Was gibt ein Problem mit dem Ausklickmechanismus? Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn sie repariert ist. Ja, also das ist wohl dann hier das Zeug, was wir da reparieren müssen. Ich habe keine Ahnung, was genau wir da machen müssen. Weil das Ding fällt immer wieder von alleine runter und ich schätze mal, das ist mit beiden Seiten so. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Ne, okay, die Seite bleibt oben. Diese Geräusche sind immer der Wahnsinn. Von dem her glaube ich, müssen wir vielleicht nur diese Seite hier oben lassen. Können dann hier das jetzt hier deaktivieren? Nein, okay. Aber jetzt vielleicht? Nein. Vielleicht müssen wir damit irgendwas machen. Aber ich weiß nicht genau was. Wir haben, unsere Aufgabe ist hier. Und es hat definitiv mit dem Zeug hier irgendwas zu tun. Wir können aber auch, glaube ich, hier nichts zerschießen oder so. Also was genau bringt uns das hier oben? Wir haben hier lauter rote Dinger. Wir müssen mit unserer Munition echt sparsam umgehen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern wir die noch brauchen werden. Aber ich sehe hier aktuell sonst keine, also nicht wirklich was, was uns hier hilft. Also muss es was mit dem Ding hier zu tun haben. Getriebe überprüfen. Fehlfunktion. Was genau meinen die damit? Runterziehen ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, weil das Ding ist schon unten. Wir können aber auch hier unten sonst nichts machen. Hier können wir auch nichts verlangsamen. Also, ich bin mir nicht sicher, was genau hier der Plan ist. Wir haben hier zwar ein paar Teile, die wir vielleicht hier einbauen müssen. Okay. So weit, so gut. Oh, okay. Das Viech habe ich nicht gesehen. Diese scheiß blöden Viecher da. Die wollen mir immer in deinen Kopf rein. Kommt da noch mehr? Nee. Okay, wir haben jetzt hier ein Teil eingebaut. Da gibt es noch ein paar Gears. Aber das passt hier sonst, glaube ich, nirgendwo rein. Jetzt schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Wir haben hier noch ein paar Gears. Wir machen einen
Laufzeug. Im Endeffekt, ich würde ganz gern schauen, ob hier noch irgendwas reinpasst. Bevor wir das dann probieren, an der rechten Seite einzubauen. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt einfach mal schauen. Wir lassen das Ding hier oben. Und schauen jetzt dann hier. Nee. Irgendwas muss es aber sein, was wir hier noch einbauen müssen. Weil hier geht da auch noch was ab, oder? Da kann ich das Teil... Ah, okay. Wir müssen das hier reparieren. Und wahrscheinlich müssen wir das aus dem rausnehmen. Ah ja, okay, wir müssen nur eins reparieren. Ja, okay, die Ersatzteile habe ich jetzt sozusagen schon eingebaut. Okay, ich habe die Bahn abgekuppelt. Kommen Sie zum Landeplatz. Wir sind gleich da. Los, kommen Sie schon. Ich glaube, es ist schon wieder was hinter mir her. Und da ist noch was. Oh je. Wir werden das hier nicht überleben. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr allzu viel Leben. Und Gase habe ich auch nichts mehr. Komm schon. Alter Leute. Ich brauche so dringend Munition. Das ist so widerlich, keine Munition zu haben. Ein Medipack, ja, das brauche ich theoretisch auch. Das pfeifen wir uns auch gleich mal rein. Aber wichtiger wäre mir eigentlich immer Munition. Holy shit, wir sind so arm dran. Schauen wir einfach mal. Gehen wir mal rüber zur Station. Und schauen uns an, was wir hier so zu tun haben. Das lässt mich immer ganz schön hier zu schaffen, diese Figur, also dieser Geisteswahrnehmung. So, wir können hier die Tür öffnen. Hey, Sie haben es geschafft. Natürlich. Er starrt mich an. Strauss, hören Sie mir doch zu. Hör auf mich anzustarren! Beruhigen Sie sich doch! Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. Ah, jetzt fährt sie auf einmal. Kann ja nicht gut gehen. Ist auch witzig, dass der Rig von den beiden jeweils komplett voll ist. Ich bin hier eigentlich halt tot. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Ja. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey, was ist los? Ich weiß nicht. Etwas muss die Schienen blockieren. Bleiben Sie hier. Ich Wenn es heißt etwas, dann ist es meistens etwas Großes. Das heißt, es ist nichts Gutes. Und Leute, das ist wiederum unsere Aufgabe, das zu lösen. Aber ich habe keine guten Gedanken. Und das wollte ich nicht. Mal eben Munition verballern. Für nichts und wieder nichts. Wir sparen hier natürlich erstmal. Wir brauchen aber dringend eine Werkbank. Nicht Werkbank, sondern einen Shop. Weil Leute, wir haben einfach nicht mehr genug Ressourcen aktuell.
um wirklich hier groß gegen die Viecher antreten zu können. Hier drüben ist ein Knoten. Wir haben hier wieder lauter von diesen Viechern. Wir können mit dem Ding zwar versuchen, die erstmal zu killen. Aber das wird hier trotzdem eine richtige Scheiße werden. Speicherpunkt, Bench, Shop ist alles in die Richtung. Ich lasse das hier zurück, falls sonst noch jemand überlebt hat. Unsere Crew hat von uns. Unsere tote Crew. Es sind nur noch Ellie und ich übrig. Wir werden es nicht schaffen. Nein, steh auf, Kayla. Es sind nur noch ein paar Meter. Oh je. Gott sei Dank. Diese Viecher, die regen mich so auf. Die sind so ätzend zu erwischen, finde ich. Die sind so ätzend. Hat der schon gereicht jetzt? Oder lebt der noch? Ich glaube, er ist tot. Okay, soweit, so gut. Aber hier werden wahrscheinlich noch mehr von diesen Viechern sein. Befürchte ich. Und wie gesagt, uns geht es aktuell sowohl munitions- als auch lebenstechnisch nicht besonders gut. Ach Gott sei Dank, dich habe ich wieder überhaupt nicht gesehen. Der ist wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Okay. Schieß! Verdammt! Er hat einen Treffer abgekriegt. Aber dann mussten wir leider nachladen. Okay. Was da echt cool wäre bei diesem Teil, wäre, wenn wir da mal mehr mehr Kapazität hätten. Ich glaube, da investieren wir unseren nächsten Energieknoten. Der wäre es auf jeden Fall wert, sagen wir mal so. Okay. Ich glaube leider, dass das immer noch nicht der letzte ist. Zumindest höre ich hier irgendwo noch was. Okay, da vorne ist noch einer. Okay, da sind nochmal zwei. Und ich habe nichts mehr, womit ich sie aufhalten kann. Ach komm, leck mich doch. Okay. So weit, so gut. Alles klar. Das Medipack pfeifen uns gleich mal rein hier. Schauen wir mal, ob wir hier hinten noch was abstauben können. Aber es schaut soweit schon alles abgeräumt aus. Ich weiß auch nicht, wo wir wirklich hin müssen. Das muss ich mir erst noch anschauen. Aber erst schauen wir uns noch an, dass wir hier alles an Material bekommen. Jawohl, endlich mal wieder ein bisschen Munition.
Oh Gott. Das schaut nicht gut aus. Okay, mit diesem Sägeblatt-Dinger kommen wir hier gegen die Viecher echt gut an, muss ich sagen. Die haben da meistens keine Chance, wirklich. Und sie lassen meistens richtig viel Asche fallen, das ist das nächste Geile. Die Richtung stimmt auf jeden Fall schon mal. Ich möchte allerdings hier nochmal durchschauen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir hier schon wirklich alles haben. Aber wahrscheinlich das meiste. Ja, das ist alles dasselbe Bereich, ja. Dann glaube ich, können wir hier erstmal weitergehen. Okay. So weit, so gut. Ist eigentlich witzig, man bräuchte theoretisch hier meistens keine Munition. Wir hätten hier ja unseren Brandding. Apropos Brand. Ich glaube, wir haben ja beim letzten Mal das Ding hier aufgerüstet auf Spezial, womit man quasi dann, womit die Leute dann im Brand stehen. Aber damit müssen wir, glaube ich, mit nochmal was anderem schießen vielleicht. Hier haben wir nochmal ein bisschen was. Und zwar ein Schema für Sucherprojektile. Okay. Etwas, was wir eigentlich nicht brauchen, weil wir die Waffe eh nicht verwenden. Aber sei es drum, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Okay, soweit, so gut. Und haben hier wieder einen Aufzug. Bin ich gespannt, ob das funktioniert mit dem Brennen, mit der Brennfunktion. Was ich auf jeden Fall gern hätte, wäre unbedingt. Oh, wir haben nur noch 3 Schuss für den. Dann können wir mit dem aktuell hier nicht mehr so viel ballern. Dann nehmen wir hier den Ripper bisschen her. Okay, da vorne ist auf jeden Fall ein Shop. Oh, wir haben nicht gescheit getroffen, ernsthaft. Jetzt aber. Bist du? Nichts weiter. Okay, da oben hängt einer. Und da an der Seite hängt auch einer. Ah, wieder nicht gescheit getroffen. Nicht nochmal. Jetzt aber. Oh, geil. Mit nur 2 Dinger haben wir den zerfleischt. Finde ich sehr geil. Ja, dieser Ripper, der ist schon echt nicht schlecht. Der hat eigentlich mehr drauf, als er eigentlich zunächst ausschaut. So. Wir haben einen Haufen Halbleiter. Alter, wir haben 2 Rubin-Dinger. Nicht schlecht. Sehr schön. Leben bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden, was wir dabei haben. Allerdings werde ich da uns nochmal ein reinpacken, weil wir quasi ein bisschen Leben noch auffüllen müssen. Kann ich das benutzen? Nee. Munition. Schaut's auch nicht so. Energiekanone. Die brauchen wir eigentlich nicht. Von dem anderen müsste man ein bisschen was auffüllen. Bewegen, jawohl. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was drin. Das Ding können wir wahrscheinlich auffüllen oder nachladen. 75 Schuss von dem anderen ist auch okay. Aber wir kaufen von dem noch ein bisschen was. Noch ein bisschen mehr. Jawohl, das schaut ganz gut aus. Und dann bin ich soweit eigentlich zufrieden. Wir haben 2 Energieknoten. Wir könnten uns nochmal einen kaufen. To be honest. Jetzt haben wir noch 70.000 übrig. Das sollte erstmal reichen. Sollen wir noch einen kaufen? Ja, wir kaufen. Ne, wir kaufen keinen. Wir bleiben erstmal bei den 2, die wir quasi investieren können. Speichern hier an dieser Stelle und machen auch mit dieser Folge einen Cut. Leute, das war's für die erste Folge von der neuen Aufnahmesession hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, weil wie gesagt, es ist jetzt 4 Uhr am Nachmittag. Gestern habe ich bis 2 Uhr in der Nacht gespielt. Also, maybe we can get this thing through? I don't know.
Wir werden sehen. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.